10 Dinge, die jeder in Minecraft bauen kann. Zum Beispiel ein Fisch im Glas, ein Kopfsalatfeld oder ein Roomba. Diese und weitere Dinge bauen wir jetzt. Du kannst das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren und wenn du Bock hast, auf Twitch folgen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir streamen Montag, Mittwoch, Freitag, 19 Uhr. Kommen wir zu Nummer 1 unserer einfachen Ideen. Dafür machen wir mal Nacht. Hier sehen wir nämlich richtig schöne Lichter, die aufploppen und wieder weggehen. So ein bisschen wie ein billiger Leuchtturm. Oder zum Beispiel ein U-Bahn-Tunnel, ein cooler Effekt. Und das Ganze ist ganz einfach gebaut. Wir nehmen als Rückwand Birkenholz, wenn wir den Rahmen quasi verschwinden lassen wollen, weil die auch die Birkenholztextur haben. Dann machen wir eine Seelaterne rein und ein Banner drüber und schon wabern diese Banner. Und die wabern auch im Takt, das ist gar kein Problem. Zur Not einmal ausloggen, wieder einloggen, wabern die im Takt. Und schon könnt ihr ganz easy so aufkommende Lichter und verschwindende Lichter machen. Super einfach gemacht, aber super cooler Effekt. Nummer 2 ist ein besseres Treppendesign, ohne auch nur eine Ressource mehr auszugeben. Der Standard ist ja 2 Treppen nebeneinander, man geht hoch, ne? Aber was ist denn, wenn wir einfach hingehen, machen die eine Seite ab und machen so, dass wir die immer drehen. Dann haben wir genauso viele Treppen ausgegeben wie vorher auch, aber wir haben so ein ganz einfaches Treppengeländer. Das ist wirklich, es ist banal, aber der Effekt ist mega gut. Habt ihr es schon mal so gebaut? Schreibt es mir in die Kommentare. Nummer 3 ist für Indoor-Farmen. Denn wir können Endstäbe super schön als Neon- oder Leuchtstoffröhre benutzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Indoor-Farm haben, dann können wir einfach mit Hebel Shift gedrückt halten. So, Endstab, Endstab. Und schon hat man quasi so ein bisschen Breaking Bad Beleuchtung in seinem kleinen Labor oder halt in einer Indoor-Farm. Mega cool. Die nächste Nummer ist wirklich so simpel, da muss man erstmal drauf kommen. Kein Scherz. Was könnte hier die Idee sein? Genau, ein Hundekörbchen. Wenn wir eine Birkenfalltür nehmen, sieht das mit dem Weißen in der Mitte einfach aus, als wäre das so ein Hundekörbchen in der Mitte, das schöne weiche Kissenkörbchen drumherum. Es ist super einfach, es kostet gar nichts, aber wenn man es einmal sieht, kann man es nicht mehr vergessen. Oder? Okay, nächste Nummer. Ich glaube, diese Nummer interessiert euch brennend, denn der Fisch lebt in einem Glasblock. Ja, der lebt und das kann man ganz oft machen. Wir machen einfach hier neben jetzt noch einen. Ganz simpel, ne? Wir brauchen eine Truhe. Dann machen wir Falltüren so. Ein Glasblock drüber, das ist unsere Grundvoraussetzung. Dann machen wir unter, also von unten an den Glasblock einen Rahmen und in diesen Rahmen setzen wir eine Karte, damit wir nämlich von oben diesen Abschluss haben, ne? Jetzt können wir die Falltür schon mal hoch machen, nehmen einen Eimer Tropenfisch, machen Shift, Rechtsklick auf die Truhe und der Fisch lebt. Das ist alles. Es ist so gut. Es ist einfach so nice. Also, mega coole Fische. Jetzt kommen wir zu unserem Kopfsalatfeld. Dieses wunderbare Feld von neuen Ressourcen, also Kopfsalat, ist ganz einfach gemacht. Wir machen so 2 Blöcke tief, ne? Und natürlich so groß und so viel, wie unser Feld werden soll. Das können wir uns dann überlegen. Tageslichtsensoren rein. Rüstungsständer, einfach irgendwie hier Schildkrötenköpfe drauf, ne? Also Helme, Schildkrötenhelme. Dann brauchen wir natürlich Erde, BZW, Gras. Das machen wir drüber und schieben das da rein. Sieht das Ganze so aus. Dann nehmen wir eine Hake und können das Ganze halt haken, damit das aussieht wie ein Feld. Und machen halt noch drumherum oder irgendwo eine Wasserquelle hin. So abdecken, dann kann man drüber laufen. Und wir haben ein kleines Kopfsalat, Kohlfeld, was auch immer du da rein interpretierst. Bei der nächsten Nummer würde mich mal interessieren, ob ihr erkennt, was das hier sein soll. Schreibt es mal in die Kommentare. Denn das hier ist ganz einfach oben ein Stück Straße. Ne? Also hier ist quasi noch Weg und dann war hier mal so eine Hängebrücke, so eine Seilbrücke. Und die ist halt abgerissen und hängt jetzt hier runter. Und dafür habe ich einfach Schwarzeichenholzschilder genommen und hänge die aufeinander. Also stell sie aufeinander, ne? So. Und das Schöne ist, hier oben kann man jetzt verschiedene Sachen machen. Wir können entweder hingehen, können sagen, wir machen so. Ja, das aussieht, als wäre es unten runter befestigt gewesen. Ist jetzt nach unten so abgekracht. Wir können es so lassen, dann sieht es mit dem schwarzen Streifen der Steinziegel aus, als wäre es da oben noch festgebunden. Also das kommt so ein bisschen drauf an, wie man es möchte. Aber das ist letzten Endes einfach nur eine kleine, zusammengebrochene Seilbrücke. Gut oder schlecht? Also ich finde, wenn man das erkennt oder erkannt hat, dann ist es echt nice. Wenn man aber jetzt nicht drauf kommt, dann könnte es echt schon irgendwie weird aussehen. Auf zur nächsten Nummer! Und zwar geht es hier um Blumen. Wir haben hier einfach mal so Blattwerk aufgehangen und sieht halt echt ein bisschen traurig aus, ne? Wenn wir allein schon Ranken dran machen,
dann sieht es schon eine ganze Ecke besser aus. Und diese Ranken, ich mache das mal kurz, die sind nämlich super easy. Wir machen die jetzt dran hier zum Beispiel. Und wenn wir die tiefer haben wollen, machen wir einfach hier einen Block und den Block wieder weg, weil er hängt ja an der oberen Ranke. Und das Ganze machen wir dann vielleicht hier auch nochmal so. Und vielleicht machen wir hier noch was hin und da. Und dann müssen wir einfach das Ganze noch blockieren mit Fäden. Das heißt, wir machen überall da einen Faden runter, wo eine Ranke ist. Also hier, hier, hier und hier hinten auch auf Zweierhöhe. Damit die nicht weiter wachsen. Aber so sieht das Ganze bei weitem besser aus als so. Und man kann es natürlich auch so buschig machen. Gibt aber viele neue Möglichkeiten, gerade in der Stadt, gerade in etwas größeren offenen Gebieten. Oh, letzte Nummer. Super einfach. Tomaten. Sag mal Tomate. Tomate. Aber das ist ganz einfach gemacht. Wir machen eine Rose, also einen Rosenstrauch hier hin. Ne? Dann machen wir darüber einfach einen Rüstungsständer. So, keine Ahnung, kannst du ja auch so stellen, ist ja Wurst. Machen das weg. Der fällt da rein und schon sieht das aus wie diese Stöcke und Streben, an denen Tomatenpflanzen hochwachsen. Schon haben wir Tomaten. Tomate! Jetzt kommt die für mich neben dem Fisch coolste Nummer, und zwar der Roomba-Bodenstaubsauger, der völlig automatisch durch eure Bude brettert. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört. Es ist ganz einfach. Wir machen zwei Blöcke frei nach unten. Ne? Zwei. Und ich mache jetzt mal ganz klein. Ganz klein. Dann machen wir hier unten einfach Schienen, so wie wir es wollen, ne? So zum Beispiel, so. Ja, einfach mal so, ganz klein. Da kommt dann eine Lore hin mit einem Dorfbewohner drin. Und schon fährt der hier rum. Wir können jetzt hier Stufen reinmachen, ohne dass der Dorfbewohner Schaden bekommt. Und schon sieht es aus, als würde da so ein Roomba rumfahren, der sauber macht. Natürlich auf der kleinen Fläche sieht es weird aus, weil der ganz schnell immer denselben Weg fährt. Hier sieht es schon ein bisschen besser aus, ne? dass der einfach mal so losdüst und dann wieder ein bisschen langsamer fährt und sauber macht. Ist eigentlich ganz cool. Theoretisch müsste man dann ihm noch Sachen in den Weg stellen, die er umfährt. Zum Beispiel hier. Hier fährt er dann sehr schön drumherum. Könnte man das da noch hinmachen und hier. Dann hier, nur als Beispiel, guck mal, fährt er drumherum, hier fährt er durch, dann fährt er hier lang. Ja, also ist schon, da fährt er durch. Kann man sehr cool machen. Was von den 10 Dingen hat dir am besten gefallen? Schreib's mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ich hoffe, du hast abonniert. Ciao.